Und damit einen wundervollen guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zu den LOL-Trennen, den wo besten Format in 10 Jahren LOL. Es ist soweit. Ja, alles Gute zum Geburtstag, League of Legends. Ich selber durfte ja auch vor Ort in London sein und ich denke, wir werden am Sonntag so ein bisschen drüber reden. Also morgen, wenn ich hier richtig uploade. Das Solo-Queue geht aber weiter und wir werden natürlich einen Blick drauf werfen, was man denn am besten tut. Wie man denn am besten pickt. Das heißt, wir fangen an mit dem Champion des Patches. Und hierbei ist die Wahl mir gar nicht so schwer gefallen, denn es ist Shaco. Shaco ist der Champion des Patches. Wir wollen ja sehen, wer auf dem 20er funktioniert und es ist er. Seine Zahlen sind nach wie vor absolut legendär. In den letzten Wochen ist er gestiegen. Und die Bedingung dieser Kategorie zu leisten, heißt ja, eine konstante Leistung zu bringen. Und daran hat sich nichts geändert. Es ist kein Phänomen. Shaco ist einfach nur super strong. Und gerade, wie gesagt, diese Ultimate-Mechanik ist ein absoluter Brecher für ihn. Die Zahlen sind so das eine, aber wenn neue mechanische Funktionen dabei sind, wie dieser Instant 4, dann ist natürlich Outplay-Potenzial absolut garantiert. Also mir persönlich gefallen diese Änderungen auf jeden Fall, auch wenn Shaco erstmal selber nicht der angenehmste Champion zu spielen ist. Ja, also erstens von dem Schwierigkeitslevel her und zweitens natürlich auch gegen ihn zu zocken ist nicht einfach, weshalb entsprechend auch die Bannrate relativ hoch ist. Wenn ihr aber Bock haben solltet, einen Champion im Jungle bzw. auch auf Solo Lanes zu lernen, dann nehmt euch Shaco vor, der funktioniert sehr, sehr gut und auf Surrender 20, also das bedeutet auf dem PBE sind noch keine negativen Änderungen diesbezüglich am Start. Er ist also vielleicht sogar im 21er, also in der kommenden Woche, noch spielbar. Gut, kommen wir nun zum Abstieg der Woche. Hierbei werden wir einen Blick auf Qiyana werfen. Der Abstieg ist hierbei relativ gering. Wie gesagt, sie wurde genervt und es ist der 20er-Patch. Wir dürfen hierbei keinen Blick auf die Worlds werfen, wo natürlich Qiyana unfassbar stark ist. Also selbst wenn die Stats mal nicht so gut laufen, sind die Base-Stats von ihr, also der pure Schaden, den sie zur Verfügung hat, lächerlich hoch. Im Solo-Queue merkt man aber schon die ersten kleinen Änderungen und ich würde mich auch nicht wundern, wenn in dem kommenden Patch ebenfalls noch der ein oder andere kleine Nerf kommen wird. Weil die Problematik daran, dass die Bannrate relativ hoch ist, sie aber von diesem Competitive-Szenario leidet. Sie ist nicht mal bei 50%. Das ist halt nicht so geil. Aber sie ist halt in fähigen Händen nun mal sehr, sehr strong, weshalb Riot da aufpassen muss. Schön, kommen wir nun zum Bann der Woche und da werden wir Garen beobachten. Garen ist einfach legendär, Leute. Seine Zahlen sind einfach unnormal. Gerade wenn du auf League of Graphs wirft, die ja quasi über längere Zeit alles zusammenfassen, dann wird man halt feststellen, dass Shaco und er komplett eskalieren und das vor allem auch in mehreren Bereichen. Es ist natürlich sehr unangenehm, wenn so ein Basic Champion plötzlich so viel an Stärke gewinnt. Aber hier geht es natürlich zu sagen, ihr könnt das Ganze so ein Stück weit nutzen, entweder indem ihr ihn selber zockt oder euch sagt, Leute, ich muss ihn ganz einfach bannen. Garen ist nun mal stumpf, Garen ist strong, kann mit vielen verschiedenen Champions kombiniert werden und hat halt immer True Damage oder Execute Damage am Start. Selbst wenn er 0,45 steht, tötet er dich mit der Ultimate. Es ist ziemlich praktisch und ziemlich simpel. Schön, und nun kommen wir zum Increase der Woche. Hierbei hat schon ADC reingeschlichen, und zwar die gute Ashe. Weil hier sind die Zahlen nämlich so ein Stück weit hochgegangen. Denn diese kleine Reset-Mechanik, die sie nun zur Verfügung hat, ist definitiv nicht schlecht. Das ein oder andere Play wird sich natürlich von den Worlds so ein Stück weit abgeguckt. Auch da ist jetzt Ashe kein Fremdwort. Aber ihr müsst daran denken, dass Kaiser und Xayah technisch gesehen ja genervt worden sind. Und damit natürlich auch Ashe mehr Möglichkeiten hat. Das Powerplay über die Ultimate ist im Solo-Queue sehr, sehr gern gesehen. Sei es in defensiver Natur oder natürlich auch auf globaler Ebene. Also im Competitive-Bereich kann natürlich so ein Arrow gut gewarnt werden durch Teamspeak oder ähnliches. Aber im Solo-Queue kann dich doch schon mal so ein Arrow von der Botlane volle Wucht in der Midlane treffen, was natürlich dann zu sehr, sehr schönen Situationen führt. Und im Late-Game hast du mit Ashe einen ADC zur Verfügung, der wirklich dummen, konstanten Damage rausbringt. Wir sprechen immer so von Burst-Schaden und von DPS, also von Schaden, der einfach nur über eine gewisse Zeit angerichtet wird. Und da ist Ashe nach wie vor legendär. Schön, kommen wir nur zu der Mechanik der Woche. Hierbei gibt es mehr oder weniger keine Spielmechanik, sondern wir werden einen Blick auf Reddit werfen, wo die Leute wieder sehr kreativ waren. Denn Riot hat ja 10 Jahre Geburtstag gefeiert und einige Skins sind ja an Charity-Projekte gekoppelt. Und hier war noch die Idee, quasi das Ganze mit Amumu zu machen, ihm einen Skin zu geben und entsprechend auch das Ganze für wohltätige Zwecke oder Teile der Gewinne für wohltätige Zwecke abzugeben. Aktuell, der kommende Karma-Skin wird ja sogar zu 100% vergütet, was ich im Prinzip etwas sehr, sehr Schönes finde, okay? Über diese Grundidee wird relativ selten gesprochen, aber dass Riot wirklich Teile von Skin-Einnahmen, die ja wirklich auch freiwillig sind, was zu einer Spende so dazugehört, meiner Ansicht nach, er soll von Herzen kommen. Na, er soll aus Eigenmotivation entstehen. Und Amumu natürlich mit seinem passenden, sehr traurigen Thema lässt sich auch entsprechend mit Mental Health gut miteinander kombinieren. Und während des Spiels etwas Wohltätiges zu tun oder sein Geld für so etwas zu nutzen, finde ich persönlich sehr, sehr schön. Ich meine, es klingt so simpel, ihr habt den schönen Skin und auf der anderen Seite wurde jemandem wirklich geholfen. Fand ich sehr, sehr cool. Ist eine starke Mechanik, die man vielleicht auch häufiger nutzen sollte.
Schön kommen wir nun zum Win der Woche und da werden wir so ein bisschen auf die 10 Jahre LOL eingehen. Wie gesagt, ich werde noch am Sonntag ein extra Video machen, aber was Riot da nicht nur an sich präsentiert hat, na, sei es die LAN bzw. dieses längere Video mit den vielen Ankündigungen, ist schon sehr, sehr krass. Also ich selbst bin ja auch so ein bisschen privilegiert und wusste schon von der einen oder anderen Sache, war dann aber bei der Gesamtpräsentation von der schieren Masse an neuen Dingen, nicht nur die LOL betreffen oder TFT, sondern natürlich auch die neuen Games. Riot 2019 ist halt das S in Riot Games wirklich angestrebt worden und natürlich auch verdient worden. TFT kann man ja sogar lediglich als Mod sehen, na, aber mit Lore bzw. den kommenden Shootern und dem RPG und was weiß ich was. Es ist krass, okay? Riot hat sich wirklich gedacht, Leute, wir fangen jetzt an, quasi nicht nur ein Genre zu übernehmen wie das MOBA, sondern wir greifen wirklich aktiv andere Firmen an, die eigentlich prädestiniert waren für diese Spielgenres. Na, wenn jetzt noch ein krasses Strategiespiel kommt, Leute, dann ist GG, ne? Aber ich persönlich war bei der Präsentation super überrascht, extrem glücklich und auch ein kleines bisschen stolz mehr oder weniger auf die Firma. Meine Riot ist wirklich langsam vorgegangen und mittlerweile merkt man, es geht nicht nur um LOL. Wir haben so viel Programmier- und Designer-Skill zur Verfügung, wir können andere Games angreifen, weil jetzt die Manpower und vor allen Dingen auch die Sicherheit da war. Finanzielle Sicherheit ist für ein Spiel natürlich ebenfalls sehr, sehr wichtig und ich denke, das hat dann mit LOL wunderbar gefestigt. Also es war halt sehr, sehr schön, bin ich ehrlich. Na gut, kommen wir nun zum PBE-Stuff. Da wird der gute Kog'Maw gebufft. Der 9.21er ist auch nicht viel revealed worden. Aber anscheinend hat das Balancing-Team Kog'Maw so ein kleines bisschen im Auge. Aktuell werden bei ihm nur ein paar Base-Stats gebufft, ne, und einige Spells bekommen mehr Schaden dazu. Ich frage mich, ob man bei ihm versucht, so ein bisschen wieder in diese Attack-Speed-Richtung zu gehen. Ich möchte nicht unbedingt diesen Mega-Gatling-Kog'Maw haben, der einfach nur dumm war, aber dafür halt auch einen sehr hohen Unterhaltungswert geboten hat und etwas sehr Einzigartiges ist, okay? Er ist bekannt für maximale Attack-Speed. Und das konnte man damals zumindest gut nutzen. Mal sehen, was Riot mit dem kommenden Patches mit ihm vorhat. Und gut, und abschließend kommen wir zum Why der Woche. Und da ja, werden wir noch über das 10-Jährige reden. Denn ein neuer Annie-Skin ist da. Das ist technisch gesehen schon an sich ein Why. Weil Annie halt 5 Billiarden Skins hat und Ohren. Und keine Ahnung, Ivan wahrscheinlich auch. Also irgendwelche Champions denken sich, hey. Hey, ich habe nichts am Start. Aber bei Skins muss man dazu sagen, es geht jetzt ein Stück weit nach Beliebtheit. Und eine Annie, die einen Teemo beschwört, ich muss ganz ehrlich sagen, meine Augen sind einfach nur zerstört worden. Die Grundidee davon auf jeden Fall absolut legendär, super witzig. Also, dass die Designer, die bei Riot Games arbeiten, sind einfach nur unter Drogen, I guess. Ja, so einen riesigen Buff-Teemo da zu erzeugen, ist schon sehr, sehr witzig und das ist natürlich ein äußerst freundliches, gemeintes Why der Woche. Das bedeutet, dass es wieder ein Annie-Skin ist, ist definitiv 2 von 5 Whys wert, aber damn, dieser Teemo, er sieht halt aus, holy shit, er ist einfach Nightmare-Fuel, ne? Das muss man auch dazu sagen. Ich hoffe aber, diese Folge hat euch gefallen, ist ein bisschen abgespeckt, ich war sehr, sehr viel unterwegs. Ich fange jetzt auch in der Gruppenphase an, Worlds zu casten, das bedeutet, auf jeder Hochzeit zu tanzen, fällt mir mittlerweile sehr, sehr schwer. Ich hoffe, das Ganze hat euch trotzdem gefallen, ich wünsche euch einen wundervollen, entspannten Tag. Haut rein und viel Spaß beim Ranked.